an die Ostsee. Marinehafen Sassnitz auf der Insel Rügen. Kapitän Werner vom Schnellboot Wiesel erwartet unseren Kantinenchecker schon. Guten Morgen, Herr Schreiner, herzlich willkommen an Bord. Guten Morgen, Herr Kapitän Werner. Erstmal ein schönes Wiesel. Ja, vielen Dank, aber es heißt der Wiesel. Und der Schnellboote Wiesel sind im Gegensatz zu allen anderen Schiffen männlich. Der Wiesel. Sind wir bereit? Können wir ablegen? Legen wir ab. Der Wiesel-Diesel ist startklar. Der Fahrwachoffizier, im Marinejargon Fahr-WO genannt, gibt das Kommando zum Ablegen. Der Deckmeister sorgt dafür, dass alles reibungslos abläuft. Beim Ablegen ist Feingefühl gefragt, denn das Schnellboot darf die Kaimauer nicht berühren. Der Rumpf könnte beschädigt werden. Der Wiesel gehört zur Einsatzflottille 1, 7. Schnellbootgeschwader. Sein Einsatzgebiet, die Nord- und Ostsee, das Mittelmeer und das Horn von Afrika. So, jetzt sind wir schon auf voller Fahrt. Und hier im Schiffsbauch, da ist es mal so richtig eng. Ja, ist ja immerhin Kriegsschiff und kein Luxusliner. Der Wiesel, Besatzung 34 Männer und Frauen, Bewaffnung ein Geschütz 76 mm, 400 Schuss Munition, 38 Exocet Luftzielflugkörper. Proviant, 42 Kilo Frischfleisch, 2 Sack Kartoffeln, 300 Kilo Trockenproviant. Halunken und Landstreicher unerwünscht, hier bin ich richtig, die Kombüse. So, guten Morgen, melde mich zum Dienst. Hallo Oliver, hallo Norman. Ihr seid ja schon mittendrin. Was gibt's denn heute Schönes? Was machen wir denn Schönes? Wir machen heute Hackbraten mit Kartoffeln, Speckbohnen und als Nachtisch machen wir ein Paradiescreme auf Erdbeeren. Das klingt super. Legen wir los. Was muss ich machen? Kartoffeln schälen. Hör mal, wenn ich mir jetzt die Kartoffeln so angucke, die sind aber nicht so klein, weil so wenig Platz ist auf dem Schiff, oder? Nee, das sind einfach die Bundeswehrkartoffeln. Die sind meist kleiner, als dass sie groß sind. Die sind kleiner, als sie groß sind? Ja. Sozusagen. Sag mal, was ist so die Leibspeise der Mannschaft? Alles nur kein Fisch. Alles nur kein Fisch? Das ist ja komisch. Auch nicht mal Fischstäbchen oder so? Ja, so eine Kindersachen schon, aber so richtig Forelle oder so, damit kommt man bei der Besatzung nicht gut an. Ein Geschwaderproviantmeister stellt den Verpflegungsplan für die Mannschaften der Schnellboote auf. Der Speiseplan ist vielfältig. Wir machen ja hier gerade Faschiertes. Und in Bayern sagt man dazu ein Fleischpflanzerl. In Berlin sagt man eine Boulette, im Rotpott eine Frikadelle und bei der Marine Klopse. Klopse. Wie kochen wir überhaupt heute? Ja, wir haben jetzt so um die 6 bis 7 Kilo Fleisch. Ja. Und kochen tun wir so zwischen die 35 bis 40 Mann. Und was kriegt der Captain zu essen? Der Captain bekommt das gleiche wie die Besatzung. Der isst dasselbe wie ihr? Ja. Der kriegt nur den Kaffee ans Bett gebracht, oder? Nee, bekommt auch nicht. Nein. Hiermit endet meine Marinekarriere als Captain sofort. Klopse sind deutsche Hausmannskost. Die Zutaten: frisches Rindfleisch, Zwiebeln, Ei und Semmelbröseln. Das Ganze ordentlich gewürzt und durchgeknetet. Jumbos Klopsebrei ist einsatzbereit. So, jetzt wollen wir ein kleines Geheimnis lüften. Der Koch auf jedem Boot, sofern da eine Küche ist, der heißt Smoot. Aber was heißt Smoot eigentlich? Kannst du mir weiterhelfen? Smoot kommt aus dem Altdeutsch, aus dem Plattdeutsch und heißt nichts anderes wie Schmutz. Also, Schmutz? Ja. Es war damals eine Beleidigung, aber heutzutage ist es gang und gäbe, dass jeder Koch an Bord so genannt wird. Der Smoot an Bord eines Schnellbootes muss standhaft sein. Bei Seegang mit Wellen bis zu 3 Metern ist die Küche eine Schiffsschaukel. Da hilft nur Technik. Apropos Anbraten und Seegang. Hier in der Kombüse hat man sich dazu was ganz Schlaues einfallen lassen. Das sogenannte Schlingerleistensystem. Das sind so Leisten um den Ofen. Man kann den Kochtopf schön damit festklemmen. Das ist der Klops in Herzform für den Captain. Ich muss mich nämlich mit dem Captain gut stellen, denn ich möchte nachher noch ein bisschen schießen gehen. Aber jetzt muss die Captain-Bulette erstmal ein bisschen braten. Was muss jetzt? Ja, wir haben jetzt gerade Gefechtsverschlussstand, das heißt, wir müssen auf Gefechtsstation. Ihr seid Köche und Sanitäter gleichzeitig. Genau das. Ja, einer muss sich mit den Knochen ja auskennen.
Bei Gefechtsalarm übernimmt ein Smoot den Sanitätsposten. Ärzte oder Krankenschwestern gibt es an Bord nicht. Der zweite Smoot kocht weiter, denn gegessen wird immer, im Manöver wie im Krieg. Die Besatzung übt einmal täglich das Manöver Gefechtsalarm. Sie versetzt das Boot in den sogenannten Gefechtsverschlusszustand. Trifft eine Rakete den Wiesel, läuft nur der getroffene Teil mit Wasser voll. Das Schnellboot bleibt einsatzbereit. Keine Durchgänge melden. Fahrzeug auf Feuer. Alarmschießeinfuhr zum Feuer. Das Kommando Warschau feuern gilt übrigens nicht unseren östlichen Nachbarn. Es ist eine Wortkombination aus Wahrnehmen und Schauen, dem Kommando vor dem Abschuss der Geschützkanone. Zurück in die Küche. An Bord des Wiesels gibt es nur eine Einheitsmahlzeit. Ganz gleich, ob es sich um das Frühstück, Mittag, Abendessen oder den Mittelwächter handelt, also um das Mitternachtsessen. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und ist praktisch. Für Extrawürste wäre die Kombüse auch zu klein. Eine Männerportion bitte. Eine Männerportion. Ja, wann kommt er? Kommt noch jemand? Männerportion. Einen Speisesaal sucht man an Bord vergeblich. Auf See ist vielmehr das gesamte Boot die Kantine. Jeder isst, wo er kann, im Sitzen oder Stehen. So, Herr Kapitän. Mahlzeit, guten Appetit und vielen Dank für die schöne Salve. Der stellt sich nie wieder auf meinen Parkplatz. Oh, jetzt hast du aber eine schöne Portion gemacht. Für jemand ganz Besonderen. Danke. Mahlzeit. So, Männer, habt ihr noch Platz? Wenn man auf See, hoppala, wenn man auf See ist, ist das immer ein bisschen wie wenn man gegen die Fliehkraft ist. Besonderheiten der Marinekantine, alles schaukelt, mal mehr, mal weniger. Aber ihr habt gesehen, bei so einem Seegang, da haben auch alte Seebären hier ein bisschen ein Problem mit dem Magen. Ja, warum auch nicht? Lieber vom Seegang als vom Essen. Das stimmt. Aber den Smoot kann man über Bord werfen. Am Wetter kann man nichts machen. Das Essen an Bord des Wiesels. Richtig deftige Hausmannskost, was sage ich, Seemannskost. Hierfür verteile ich 3 von 5 Kantinenpunkten. Das Ambiente, ein absoluter Männertraum, Seeräuberromantik pur. Hierfür vergebe ich 4 von 5 Kantinenpunkten. Das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 1,35 Euro bekommt der Matrose hier ein deftiges Mittagessen. Das ist für mich unschlagbar, deswegen 5 von 5 Kantinenpunkten. 12 von 15 möglichen Kantinenpunkten hat sich der Wiesel erjagt. Jetzt hängt die Latte hoch. Ich bedanke mich, wünsche euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und mache mich weiter auf meine Kantinenreise. Würzt du dann ab? Würzt du den Schwenker?